Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Es geht weiter. Wir haben hier das geruchlose Handwerk. Das war ja, glaube ich, das letzte Mal auch schon so unheimlich lustig. Deswegen dachte ich mir, probieren wir es doch gleich noch einmal. Und wenn wir das Ziel einmal hier bestellen. Ja, neuer Tag, neues Glück. Vielleicht läuft es ja besser mit der Aufnahme. Ich möchte mich auch so ein bisschen für meine Ausraster entschuldigen. Hallöchen. Ja, natürlich kommst du erstmal hier rüber. Hi, wie geht's? Bin gar nicht da. Möchte ein bisschen in, wie nennt man das? Erklärungslord spielen, wie haben sie das immer genannt? Rechtfertigungslord, genau. Ja, komm, töten wir dich halt einfach. Ist halt momentan alles ein bisschen behindert bei mir. Inklusive mir selbst. Interessant, wie er gestorben ist. Das habe ich in letzter Zeit etwas schnell aufgebracht bin, sagen wir es mal so. Oh, das war schon alles gut. So viel dazu. ja, deswegen triggert mich meistens die kleinste Kleinigkeit, was ein bisschen scheiße ist, gebe ich zu. But it is not my fault. Es ist nicht meine Schuld. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ihr Süßen, wollt ihr mal mitkommen in mein Assassinenzimmer? Dann halt nicht. Was sind das Bösewichte, die ich töten muss, oder? Ah, Verbrecher töten. Hi. Erwischte mich schon. Ach genau, das waren meine Freunde, die sich random teleportiert haben. Das fand ich genial. Der war eigentlich ziemlich weit weg von mir und auf einmal war er so, ui, ich bin da. Der hat einfach mal eine Flashbang geworfen, was war denn die Scheiße? Ich hab's nur auf dem Boden gesehen, dachte so, hä, was ist das denn? Ich weiß nicht. Nicht besonders viel. Aber genug, um dir in die Fresse zu hauen. Ah, Leertaste. Ah, okay. Da muss es eventuell irgendwas Besseres für geben. Wird es wahrscheinlich auch geben, aber ich bin blöd. Beziehungsweise wir sind ja auch mit dieser Mechanik noch gar nicht vertraut, ist wirklich. Wie soll ich denn wissen, was eine fucking Flashbang ist? Ich habe eigentlich eh gedrückt. Okay. Sind ein bisschen crazy Motherfucker. Siehst du, und aus diesen Gründen kauft man keine Ubisoft-Spiele mehr. Ich wünschte, ich könnte die nachfolgenden Titel alle wieder zurückgeben. Ich würde sie mir liebend gerne einfach alle cracken, weil nee, das ist einfach unspielbarer Dreck. Na gut, dann fick dich halt. Dann machen wir das halt einfach auf die gute alte. Machen wir dieses Spiel so schnell wie möglich zu Ende Methode und gehen zu der nächsten Quest. So, da wären wir beim magischen Ausrufezeichen. Gehen wir da mal rein, würde ich behaupten. Interagieren. Oder auch Ladezeit für Anfänger. Jawohl. Was gibt's Schöneres als Ladezeichen? Zeiten? Gar nichts, richtig. Okay, wir sind immer noch nicht da, wie es mir scheint. Du mich auch. Du mich auch, du kleines Arschloch. So, hier ist relativ wenig los. Was denn hier los? Schön, die ganzen Quatschbacken. Und wieder Ladezeit. Tachchen. Kirchgänger haben heute eine Leiche in Notre Dame entdeckt. Der Volksmund nennt ihn bereits den Büßer. Ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Nicht vollständig. Sivert hatte in der Nacht von Delassers Ermordung einen Komplizen. Dieser setzte den Todesstoß. Das ist äußerst beunruhigend. Was hast du erfahren? Er arbeitete mit einem Mann namens Roi de Thunes. Der König der Bettler? Seid ihr sicher? Ihr kennt ihn? Gerüchte. Die Bettler zahlen ihm Tribut. Der Mann selbst ist ein Geist. Wir setzten drei Assassinen auf ihn an. Zwei fanden keine Spur. Der dritte kehrte nie zurück. Ich kann ihn finden. Sivert traf einen seiner Adjutanten. Ich schulde es dem Andenken an Monsieur de la Serre, die Wahrheit aufzudecken. Vielleicht kannst du das sogar. Du hast dich heute als wahre Assassine bewiesen. Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug. Nicht das linke? Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Eine Phantomklinge. Eine bescheidene Aufrüstung der traditionellen Assassinenklinge. Wo du hingehst, willst du deinen Feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen. Nun denn, Assassine,
Der Rat entsendet dich zum Cours des Miracles. Finde dort den Tempelagenten Le Roi de Thun. Erfahre sein Geheimnis. Und dann bring ihm Frieden. Gerne doch. Nichts lieber als das. Tschüss, Pisspot. Vielleicht können wir uns ja auch mal die Fernkampffähigkeit erholen. Phantomklinge, drücken Sie 1, um die Phantomklinge auszuwählen. Ach so, jetzt muss ich sie wieder auswählen, ja. Haben Sie diese ausgerüstet, drücken Sie Rechtsklick für einen Reflexschuss, halten Sie Rechtsklick gedrückt, um zu zielen, und drücken Sie Linksklick, um zu schießen. Werden Gegner von Berserkerklingen getroffen, greifen Sie Ihre Verbündeten an. Neue Klinge halten Sie im Mülleimer. Okay, fände ich gut. Darf ich das testen? Höchstwahrscheinlich nicht. Ist mir auch egal. So, wir haben ja hier mal Charakteranpassung, genau. Lass mal Fähigkeiten glotzen und vielleicht können wir uns ja das auch leisten. Fernwaffen kostet sogar nur einen Punkt. Was ist das hier für ein Mist? Auffüllpunkt. Die Fähigkeit, einen Auffüllpunkt zu erschaffen, indem sie ihre Mitstreiter Bomben und andere Verbrauchsgegenstände halten. Ah ja, von mir aus. Oh, Geldbeutel juckt mich nicht, Betäubungsbomben. Gut, dann holen wir uns hier einmal den guten Fernkampf. Jawoll. Weil, wenn es da so einige Leute gibt, die einen absolut abfacken, dann möchte man ihnen nicht zu nahe kommen. Wie unser weiser Vater ja schon richtig erkannt hat. Gut. Ist das, ja, das interessiert mich gerade nicht. Ich wollte eigentlich auf die Karte zugreifen. Weil ich wollte schauen, wo hier dieses blöde Dingenskirchens ist. Ob das hier am. Ja, es ist immer da oben. Ja gut, wir müssen sowieso wieder raus. Also laufe ich hier mal eine halbe Stunde durch die Gegend, bis ich den Ausgang finde. Was leuchtet hier so hässlich? Assassinenrang, achso, ja gut. Von mir aus. Naja, wir sind ja gerade bei dem Händlerfutzi. Ich kann mal gucken, ob ich hier diese AIDS-Klingen überhaupt kaufen muss. Verbrauchsgegenstände, bla bla bla, interessiert mich nicht. Munition ist voll, gut, Phantomklinge ist auch voll, super, alles toll, alles schickimicki. Fast 20.000 wollte ich mir eigentlich eine schöne, geile Rüstung kaufen, ne? Vielleicht kann ich mir dafür eine Pistole kaufen. Eine Pistole. Die können alle nicht parieren, das ist ja echt schade. Wenn wir natürlich eigentlich das hier kaufen, ne? Wäre schon geil. Wollen wir das hacken? Einfach mal so? Ich weiß nicht warum. 1000 H, wir haben zwar nur 155. Ah, schade. Kann ich mir aber kaufen, ne? Helix Credits. Ach, schade, dass es den Browser öffnet, aber ich gehe das Spiel mal mit. Ich bin mir nicht sicher, ihr seht das wahrscheinlich nicht. Ah ja, deren Webseite ist so, auch so verquackt, wenn du darauf gehst, dann siehst du nicht mal den Store davon, sondern einfach nur, kauf dir Star Wars Outlaws. Das ist unser gleicher Ubisoft-Müll wie sonst auch immer, aber diesmal mit Star Wars. Ja, wunderbar. Bündelrevolver, der ist irgendwie... close to... Achso, das ist auch wieder so ein Premium-Dings, ne? Oder? Ne, ist in Franken. Warum kann ich mir den dann so günstig gehen? Ich verstehe es nicht. Anus-Pistole. Ja, dann kaufe ich mir ja die, ne? Von mir aus. Ich hinterfrage hier schon lange nichts mehr. So, danke für die Pistole. Wie man schießt, werde ich bestimmt auch immer nochmal erfahren. Bestimmt. Ganz bestimmt. Ladebildschirm. Denn was gibt es Besseres, als eine halbe Stunde ein Ladebildschirm zu haben? Richtig, absolut überhaupt nichts. Okay, wo müssen wir denn hier hin? Ach du Scheiße, so viele Symbole. Können wir doch mal hier alle ausfiltern. Ja, Mission, schon besser. Ach, dann nach drüben. Ist ja zum Glück auch um die Ecke, würde ich mal behaupten, ne? Naja, dann können wir auch endlich auch zu dem scheiß Aussichtspunkt gehen, oder? Jetzt sage ich schon wieder an, das Spiel zu spielen, ne? Furchtbar. Ich wollte ja eigentlich nur Story-Mission machen. Naja. Vielleicht treffen wir auf eine Gelegenheit, unsere neuen Waffen auszuprobieren. Hui, ein schönes Aussichtstürmchen. Und wie mir scheint, ist das Numpad mehr effektiv im Weg dabei, die Waffen dauernd ausgerüstet zu lassen. Weil man ja natürlich immer 1 drücken muss, um das... auszurüsten. Was mich auch interessieren würde, ob man die blöde Klinge wiederbekommt, ne? Ob ich sie dann immer wieder neu kaufen muss, ne? Wahrscheinlich beim Looten. Deren Gegner, das könnte ich mir das gut vorstellen. Ja, sieht auf jeden Fall schön aus hier. Habe ich ja auch noch nie erwähnt. Wow, und da unten ist sogar ein Bösewicht. Da müssen wir doch mal schnell hin.
Und der Bösewicht Hallöchen sagen. Was ist denn mit der Feuerwaffe? Mal gucken. Kann der doch jetzt bestimmt hier schon Waffe ziehen? Achso, das muss ich dann. Okay, der Schuss klingt auch relativ scheiße. Darüber bin ich auch froh. Kann ich nicht, warum auch? Ja, ist ja gut, merci dich selber. Verzieh dich mit der Merci, haha. Fuck, der hat irgendwas erzählt von wegen schnell anvisieren. Ja, das ist ja nicht wirklich schnell anvisieren. Außerdem ist das mega verwirrend. Weil dieses Cross hier alles andere als in der Mitte ist. Aber na gut, Ubisoft, ne? Besoffene Leute. Da kann sowas schon mal passieren, ne? Da möchte ich ja hier niemanden judgen. Gott bewahre. Na gut, dann traveln wir mal zu diesen epischen Ausrufezeichen. Für ganz blöde steht hier unten rechts auch da von wegen, ne? Aber ist halt gerade kein Gegner da. Das ist etwas ungeil. Und ich muss unbedingt den Schnellwahlscheiß vom Numpad entfernen, das ist ja ätzend. Aber ich glaube, hier direkt vor meiner Putze werden ja keine Gegner sein. Ah, schwierig. Okay, die gute Nachricht ist schon mal, ich kann das nicht von Numpad runternehmen, weil es ist 1, 2, 3, 4, 5 und der nimmt das Numpad automatisch. Super. Müsste ich also die ganze Scheiße irgendwas anders drauflegen? Nee, fühle ich nicht so. Also. Muss ich wohl damit leben, schade aber auch. Jetzt sind wir nirgendwo Bösewichte, ne? Richtig traurig. Oh, guck mal hier. Okay. Da war ich vielleicht etwas zu zögerlich. Krieg ich meine Scheiße hier wieder. Alarm, Alarm, ich bin hässlich. Ich bin hässlich wie die Nacht. Okay, die Klingen habe ich schon mal nicht zurückbekommen. Das mit dem Anvisieren ist auch ein bisschen wack. Ja, guck mal hier. Okay. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung, aber ist ja auch nie weiter schlimm. Ich habe ihn bestimmt getötet, ohne entdeckt zu werden. Mich hat niemand gesehen. Guck, da klebt sogar noch meine Klinge. Ach nee, es ist eine Feder. Oh, bist du tot? Jetzt bist du tot. Haha, du Opfer. Aber ich krieg die Klinge auch nicht zurück. Das ist sehr scheiße. Ach, juckt mich gar nicht, wo das scheiße ist. Einfach weiter zum Ausrufezeichen. Da drüben sind noch mehr Testsubjekte. Schauen wir da mal. Warum? Okay. Aber das hier. Okay. Naja, es ist gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so. Okay, da hat die Waffe nicht, ne? Er fällt nur mit einem Kampf zu zielen. Ja, mit Granaten, dankeschön. Hui. Aber ich vergast. Ey, du! Ist doch gut. Okay, nachladen will er also nur, wenn die Munition komplett leer ist. Macht natürlich auch Sinn. Hätte ich nicht anders programmiert, also ganz ehrlich. Warum sollte man eine Waffe nachladen? Besonders wenn es so eine, ich sag mal, nicht mal eine Magazinwaffe ist, sondern halt eine Einzelschuss-Nachladerdings. Oder? Die Entwickler haben einfach niemals gedacht, dass das Spiel Waffen reinbekommt, das mehr als ein Schuss in ein Magazin hat. Weißt du, wie ich meine? Die dachten immer nur, dass es so eine Einzelschusspistole sind, aber nein, nein. Was weißt du nicht? Oh geil, aber in einem Truhe. Truhe, Truhe, Truhe. Da wieder 3 Millionen drin. Auch schade. Hundi! Kann ich Hundi streicheln? Oh, du kannst aber nichts in den Teil, echt. Meh. Okay, wir sind nahe dem magischen Ausrufezeichen. Endlich. Das Königreich der Bettler.
Also zwei Belohnungen, Mensch, da freue ich mich. Aber die eine ist zum Beispiel, dass man keinen Bock mehr sein Leben hat. Ich war Ubisoft nie. Ja. Ui, Tasche geladen. La Cour de Miracles, 19. Januar 1791. Und ich wette, da spricht man so aus. Falken. Den Cour de Miracles oder so. Von mir aus. Kuckuck. Da leuchtet was. Da ist etwas Heiliges. Ja. Es ist nicht der schlechteste Posten. Ich war vor ein paar Jahren in den Kolonien. Da war's schlimm. Behalt immer eine Hand an deinem Geldbeutel. Alles wird gut. Ich behalte meine Hand aber ganz gerne ganz woanders. Oh, ich bin so lustig. Okay. Die Frage ist, dürfen wir gesehen werden? Die zweite Frage ist, interessiert mich das? Und die dritte Frage ist, warum testen wir es nicht einfach? Hallo. Ups, was ist denn da passiert? Echt? Willst du das? Koko. Oh Gott, er will zielen. Er will den Zielerus machen. Aber er darf den Zielerus nicht machen. Ich versuche aber gerade auf goldene Leute zu reagieren. Genau deswegen. So, jetzt mit Zielen hier. Das seht ihr. Lief doch ganz super, würde ich mal behaupten. Schön mit dir. Ist mir doch scheißegal, ob man sich hier nicht sehen lassen sollte. Ich habe euch nur einen Gefallen getan, Leute. Es waren nur Wachen. Es war niemand Wichtiges, den ihr verloren habt. Alle Wuschau, alle blablabla. Und die leben ja auch noch alle. Weil das Spiel animiert mich auch noch dazu, die alle umzubringen. Also von daher. Oh nein, es hat einen Civi erwischt. Oh, das ist jetzt schlecht. Aber wirklich interessieren tut es mich ehrlich gesagt nicht. So, Lute, Lute hier. So, wunderbar. Bin ja auch schon Elite-Gehilfe geworden vorhin, wenn dann beim Mördern. Hat aber die Fresse halten da drüben. Ekelhafte Leute hier. So, da vorne sind noch mehr Leute. Die Wachen interessieren mich aber nicht so. Weil die Wachen sind außerhalb von dem grünen Gebiet. Ja, wunder soll ich dann auch schauen, wenn ich fragen darf? Oh, da noch. Nicht erfüllst, sorgt er für Anpassungen. Doktor. Okay. Wollt euch nicht stören? Hey, das will ich sehen. Oh, das würde ich lassen. Seht. Hübsch, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn an ganze Bettler. Leroy de Thunes sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Dieser Mann verlor einen Fuß. Nun könnt ihr losstürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter und folgt den Ratten zu ihrem König. Egal wie, den Fuß kriegt er nicht zurück. Erledigt. Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen. Dann schickt ihn zurück auf die Straße. Ist das lauter? Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Tatsächlich? Nein. Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arno. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Besucht werde ich mir nicht merken. Wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Oh, ach, gerne doch. Das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück!
Danke, dir nicht. So, so, da müssen wir jetzt wohl den Herrn Lauterbach verfolgen. Der hat auch schon Ähnlichkeit. Ja gut, alles voll geblutet hier. Ich weiß, wo die Schornsteine sind. Echt wo? Die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund übernahm. Leg dich auf einen von denen und du schläfst warm wie eine Katze vorm Kamin. Interessante Überlebenstipps hier. Kills mit der Phantomklinge. Ah ja, ja, stimmt, ja, da war ja was. Ich hab die ja nicht mehr. Lul. Die habe ich ja dummerweise schon alle verbraucht. Jetzt soll doch nur eine Möglichkeit geben, neue zu kaufen. Oder habe ich noch welche im Magazin quasi? Oh, ich hatte noch welche im Magazin. Ich hatte einen im Magazin. Ich habe ihn lautlos getötet. Mehr könnt ihr nicht von mir verlangen. Tschüss. Ihr Gegner erinnert sich an sie, wenn sie einen Konflikt beendet ist. Ja, jetzt erinnert er sich nicht mehr. Der erinnert sich noch nicht einmal mehr daran, dass er Dünnschuss hatte. Schade, keine weitere Klinge. Oh Gott, dich habe ich gar nicht gesehen. Ey! Ich erlaub dein Scheiß mal aufzumachen, Kumpel. Ja, echt mal, lass dir mal schreien dann vom. Den Dieb umrammen, ja, dafür habe ich gerade keine Zeit, fürchtig. Du bist bestohlen, das ist ja blöd für dich, das wollte ich gar nicht, dankeschön. Aber könnten wir nicht rein theoretisch einfach die F-Bombe da hinten droppen? Bup. Wisst ihr, wie ich meine? Dann einfach Stich-Stich machen. Und so tun, als wäre nie was gewesen. Also ich glaube, das geht ganz gut, ja. Gehen wir nachher was trinken? Klar. Kenne ich dich? Ist aber gemein von dir. Hallo. Schön, deine Bekanntschaft zu machen. Okay. Du bist tot, hör auf noch zu leben. Mein Fräulein. Oh, jetzt ist er aber kurz mal aggro geworden. Ja, kommt er zurück. Ich glaube, der hat Durchfall. War nicht gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er zurückkommt. Kommt er auch nicht, oder? Ich glaube, seine bescheuerte KI weiß nicht, wo es hingeht. Das ist natürlich praktisch. Aber jetzt hat sie wohl den Weg gefunden. Wie schön. Es ist halt schon wieder länger als es sollte. Der Part hat wieder mal Überlänge. Ich weiß noch, wie er schrie und wie lange es andauerte. Nur wegen eines kleinen Fehlers in der Buchführung. Machst du Witze? Ich dachte, er hätte wenigstens was abgegriffen oder so. Nein, er hat eine Eins im Buch falsch gesetzt. Gut. Also im Eilschritt. Ja. Hörst du euch mal im Eilschritt. So, du gehst jetzt irgendwo hoch, das freut mich. Das heißt, ich kann da hinten wieder mal die F-Bombe droppen eigentlich. Da wir ja noch nicht pfeifen können. Hup. Hallo. Hallo. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Ja, es ist vielleicht eine massive Verschwendung von den Rauchbomben, aber... Wir kriegen die irgendwie an jeder Ecke wieder, von daher. Unter anderem da, wo ich gerade nicht rankomme. Sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen? Ah ne, da ist er. Da ist ja wieder der gute Lauterbach. Bringt ihn hinein, schnell! Irgendetwas stimmt hier nicht. Ist ja ein Blitzmerker. Er ist tot hier. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein! Wer hätte das gedacht? Leute, bluten immer mal aus. Tja, Lauterbach ist wieder an seiner Villa und wir können da erstmal nicht rein. Dann wäre ich fast schon so frech und würde überhaupt nicht machen, einen kleinen Cut. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir den guten Lauterbach immer besuchen. Ich wollte eigentlich nur durch das Fenster klettern, aber ist ja auch scheißegal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.